Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker mit mir und den Yoshi Tendo. Da wollte ich doch gar nicht raufklicken, da sind wir aus Versehen auf die neuen Levels gekommen. Nein, wir wollen uns aber noch weiter in die neue Sternliste, Rangliste anschauen. Wir haben im letzten Part Mama Luigi's Swing Challenge gemacht und wir haben am Ende erfahren, wie man den einen Teil machen musste. Ich möchte es jetzt aber nicht unbedingt nochmal versuchen, weil dafür haben wir einfach viel zu wenig Zeit. Es gibt so viele andere schöne Levels. Und damit werde ich die Zeit verschwenden. Wir machen dafür jetzt. Ich glaube, das hier ist, glaube ich, nur so ein. Hier so ein Grafiklevel. Aber wir können es uns ja mal anschauen. Super Mario Slot. Ich bin wieder euer Nintendo, wie noch sein Schalthaft. Ja. Slot Game. Oh, okay, Slot Game. Pilz, 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 Blume, Blume, Blume. Stern, Stern, Stern. Und los geht's. Okay, wir spielen ein bisschen Casino-Roulette. Nicht Roulette, hier. Blinder Bandit. Hier sind, glaube ich, die Automaten, genau. Wie hat er denn den Stern in den Block reinbekommen? Okay. Allgemein werde er die Items in die Blöcke reinbekommen. Naja, okay. Von mir aus. Okay. Ich weiß nicht genau, ganz genau, wie die Maschine funktioniert. Hätte ich einen Block drücken müssen? Ich glaube, ja. ups, ich habe schon falsch gemacht. Wow, ich bin der Beste. Okay, nochmal. Hey, Reset. Reset macht Spaß. Okay, also wir müssen halt in dem Moment auch treffen. Das ist logisch. Also das heißt jetzt hier den Pilz. Den habe ich getroffen, hoffe ich. Da, den habe ich auch getroffen. Den Stern. Ach, so geht das dann. Okay. Und da habe ich nichts getroffen. Schön. Ja, und wo ist jetzt mein Gewinn? Ich höre noch was hoch und... Ah, da, mein Stern. Guckt euch das an. Schön. Und nochmal. gut. Müssen wir erstmal ein bisschen lernen. Das hat ein bisschen... Also, weiß nicht. Ich muss da mal dazu eng gestalten. Wir versuchen mal, 3 Sterne zu ergattern. Okay, deine Sterne ist lustigerweise schon ausgelöst. Das heißt, das geht gar nicht mehr. Machen wir mal eine Blume. Oder auch nicht. Machen wir mal eine Blume. Genau. Und ein Pilz. So. Und dann geht die Reise auch schon wieder los. Interessant, dass man Items in Blöcke machen kann. Ja, damit haben wir die Blume. Und den Pilz. Cool. Und wenn ich jetzt rausgehe, habe ich dann meinen Gewinn? Oder muss ich mindestens 3 Objekte haben? Ich weiß es doch nicht. P-Switch. Ha. Keine Ahnung, wie hat der funktioniert. Naja. Ich weiß schon, wie es funktioniert, aber ein bisschen komisch gemacht. Gut. Introduction to Anti-Gravity. Das sieht schön aus. Das ist ein schöner Name. Und das Bild sah auch schon sehr interessant aus. Introduction to Anti-Gravity von Ellie aus der Schweiz. Und schon wieder hier Super Mario World Dings Musik. So, was muss ich hier machen? Warte mal, wir machen erstmal wieder die Kommentare aus. Das vergesse ich mal wieder. So, genau. What? Wie geht das? Okay. Hier wird wohl wieder ein Glitch angewendet. Wow, hat nichts gebracht. Aha. Ah, ich habe ihn jetzt bekommen. Ist das jetzt richtig? Aha. Aha. Was soll ich mit dem Block machen? Da versteht mal wieder einer, der wer will. Was soll ich denn hier machen? Hallo. Oder muss ich hier so mitgehen? Nee, ich traue nichts. Es heißt Anti-Gravity, das Level. Was passiert, wenn ich hier stehen bleibe? Okay, nö. Nö. Okay, machen wir wieder Kommentare an. Mal gucken, was die sagen. Ich weiß nicht, was man hier machen muss. Hier schreibt zwar jemand Epic, aber ich verstehe das Level gerade nicht, weil wie soll das hier funktionieren? Lol, was? Okay. Gut. Alles klar. Pff, war doch nicht so schwer. Okay, dann kann ich die wieder ausmachen. Dann habe ich das Prinzip verstanden. Dann haben wir jetzt hier einen P-Switch. Schau, P-Switch. Was mache ich denn mit einem P-Switch? Kann ich den drücken? Vielleicht soll ich ihn ja sogar drücken. Mein P-Switch ist weg. P-Switch! No! Ich glaube, ich hätte ihn hier hin tun müssen, den P-Switch. Mein Powerblock ist dafür wieder da. Ah, der P-Switch kommt auch wieder, immerhin. Aber wie drücke ich den denn am besten, den P-Switch? Aha. Ah, so, okay. Oh.
Aber war ich hier drauf gewesen? Nee, war ich nicht. Okay. Ich nehme mal hier mein... Nein, den wollte ich nehmen. Ich möchte ganz gerne den haben, genau. Nein. Oh, Doofkoppe. Wenn ich mal den P-Switch nehme, bleib mal hier. P-Switch, dankeschön. Ich frage mich echt, welche Mechanik darunter steckt. Wow. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Wow. Das bin ich doch viel zu groß. Und dafür ist hier die Stachelkugel. Ich verstehe schon. Wow. Ich verstehe schon. Also den Pilz haben wir nicht bekommen. Dann machen wir mal den hier. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob jetzt eine gute Idee war, da mein Dings hinzulegen. Aber ich muss mich hier mal Pixel perfekt hinstellen. Nein. Och, Leute. Oh. Krieg mein P-Switch dann nochmal raus? Nee, oh nee, doch, den kriege ich. Oh, da ist mein P-Switch jetzt hin. Auch schön. Wie hat man sich denn das vorgestellt? Sag mal. Ich knall die ganze Zeit dagegen. Habe ich sonst noch andere Möglichkeiten? Nö. Kann ich hier was machen? Da! Nein. Schade. Also, es ist eine interessante Level-Idee, wenn man es checken würde. Ich versuche nochmal die Kommentare einzuschalten. I use the P-Switch instead the Power Block. Siehst du, da nutzt auch jemand den P-Switch. Den nutze ich jetzt auch. So, ganz einfache Geschichte. Ah, ich darf den Pilz da nicht haben. Danke. Aber der muss weg, der Pilz. Genau. Genau, perfekt. So. If you throw the P-Button, it will fly up. Okay. Dann machen wir jetzt mal hier den P-Switch. Der glitscht aber durch. Toll, ne? Und der knallt immer gegen irgendwas gegen. Mein Gott, Pixel perfekt, ey. Das ist immer wieder zum Kotzen. So. Das hier dürfte auch einklappen. So. Oder auch nicht. Knaff. Nein. Eigentlich muss ich doch nur. Ich glaube, hier gegen dodgen. Und dann so nicht. Und nochmal. Juhu. Wir haben heute Spaß. Och, leck mich doch. Kein Bock. aber es ist wohl ein Glitch-Level. Okay, das ist wohl mit ganz viel Powerblocken und P-Switchen und eieieiei. Ja. Ein Glitchy-Level. Was Nintendo nicht gerne mag. Aber naja. Oh, wir spielen Table-Tennis. Wieso nicht? Also, Tischtennis. Sind wir im Englischen echt Table-Tennis? Okay. Ach ja, schon Table und Tennis. Ja, doch, logisch. Wir spielen Ping-Pong slash Table-Tennis von Lucky aus Deutschland. Also, möchte ich ganz gerne spielen. Ja, muss ich irgendwas machen? Glaube ja. Ach, ich muss, ja, okay. Ach, das ist Table-Tennis. Oh, nee. Das ist dann doch nicht so mein Spiel. Ah, okay, und das ist dann hier so das... Ach so, okay. Dum. Ja, hier, voller geile Table-Tennis. Und da bin ich tot. Ah, jetzt nochmal gerettet. Okay, cool. Das hat bescheuert. Oha, ich habe nur noch ein Leben. Aha. Oh, mein Dings ist auf einmal auf der Notenblock drauf gelandet. Ich glaube, das durfte so nicht sein. Aber cool, dann können wir jetzt hier unserem Dings zusehen, wie wir gewinnen. Cool. Und da faut er sich schon wieder selbst raus. Sehr schön. Oh, ich bin ja auch gefangen. Okay. Komm gleich weg. Ach doch, komm ich. Komm mal noch Kommentare aus hier. So. Bum. Cool. Ich brauche gar nichts mehr machen. Das Ding hat sich darauf geglitscht. So, noch ein Sieg und wir haben gewonnen. Und wenn wir es machen und das von dem jetzt. Oh, jetzt geht es wieder nach links. Der Ball ungehalten. Unglaublich von Mario. Und der Gegner hat ihn auch gehalten. Oh, der Ball wird schneller. Und er hat ihn durchgelassen. Kann er ihn noch kriegen? Nein, er hat ihn nicht mehr bekommen. Und er ist durch. Und er hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Gibt es das jetzt hier mehrmals? Das wäre ein bisschen doof. So, hallo, du P-Switch-Tür. Dankeschön. Und es geht weiter in das Lava-Level. Und es geht wieder los. Diesmal gegen Bowser. Und jetzt auch mit ein paar Hindernissen.
Oh, und da ist auch schon ein Leben tot. Wir haben ein Leben schon verloren. Und der Gegner hat ein bisschen aufgefahren, muss man sagen. Und wir hüpfen einfach mal ein bisschen. Oh, das war falsch. Und wir haben noch einen Hit kassiert. Oh, 1 zu 2 steht es. Und wir haben schon wieder einen Hit Treffer kassiert. Und damit, ja, der letzte Hit. Wenn wir jetzt getroffen werden, sind wir tot. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir müssen uns genau gut verteidigen. Und wir sind tot. Ja. So schnell kann es gehen. In Table Tennis. Gut. Einmal gesehen reicht, aber eine schöne, nette Idee. Aber wer, glaube ich, schon mal irgendwo gesehen hatte. Was nehmen wir denn jetzt noch? You build with checkpoints. Der Name hört sich interessant an. Darunter verstehe ich jetzt, dass ich mir mein Level selbst bauen kann. Mal schauen, ob das auch so wird. Ich bin sehr gespannt. You build. Möchten Sie Powerblöcke? Ja, ich nehme gerne ein paar Powerblöcke. Hier ist eine Röhre mit nix. Okay, ich nehme einen Powerblock mit. Oder soll ich mal einen benutzen? Nein. Okay, ich nehme einen mit. Hier rein. Mhm. Ach, bestimmt, ich muss mir jetzt eine Brücke bauen. Ach du große Güte. Ich mach mal hier. Und dann so. Oder auch nicht. Oh Gott, wie soll das jetzt wieder funktionieren? Vor allen Dingen, hä? Wie soll das denn wieder funktionieren? Ach so, oh Gott. Uiuiuiui. Ich muss. Oh, das war eine gute Brücke, aber ich komme noch gar nicht hin. Ich hätte die ein bisschen früher bauen müssen. Ja, ne, voll die gute Brücke. Bin schon selbst beeindruckt von mir. Ja. Tja. Und hey, oh, okay, na gut. Das wollen wir nochmal machen. Lalalala. Aber interessante Idee. Wir müssen Tatsache unser Level ein bisschen selber bauen, wenn man es so verstehen will. Also wir müssen hier anfangen. Könnte schon wieder zu weit links sein, rechts sein. Machen wir mal hier hin. Das hat er doch immer so doof platziert hier. Wo dafür dürfte eigentlich. Ja, das reicht als Anfang. Nee, das reicht nicht. Wow, toll. Nur Powerblöcke sind leider ein bisschen nervig. Das ist, ja. Trampolin wäre irgendwie schöner gewesen, aber hätte man nicht, nicht so viel bauen können draus. Boah, kickt das schon wieder gegen die Wand. Ich glaube es nicht. Lalalala. Dankeschön. Dankeschön. Bisschen schief, aber egal. Da. Naja, müssen wir auch ein bisschen ändern. Okay. Wir haben mal Zeit. Okay. Jetzt muss ich den hier noch nehmen. Jetzt hier darauf noch buxieren. Keinen Fehler machen. Nein! Oh, ich hab Dings gedrückt. Okay. Jetzt. Oh, rein da. Sehr coole Idee. Okay, jetzt haben wir jetzt 3 P-Switches und einen Powerblock. Oh Gott. Ja, bestimmt P-Switch auf P-Switch und Powerblock als letztes. Jo. Und der Powerblock zum Schluss. Genau. Jetzt noch darauf springen. Perfekt. Das ging leicht. Jetzt haben wir 2 Powerblöcke und eine Fahrt. Gut, los. Wow. Pff, toll. Nochmal. Und jetzt. Und los geht die Fahrt. Achso, ich muss vorher noch aktivieren. Lalalala. Dankeschön. Und wir kriegen einen Checkpoint. Okay, der hat jetzt leicht. Sagt er und kriegst nicht mal hin. Wow. Wow. Boah, das war schlecht. Wow. Pff, das ist leicht tot. Ich glaube, das dürfte reichen, hoffentlich. Hallo? Runter. Runter. Dankeschön. Powerblock und P-Switch. Oh, und noch mehr Sachen. Uiuiui. Jetzt muss ich sogar schon Sachen kombinieren. Ja, ne? P-Switch hier hin. Den da hin. Den kann auch holen wir uns hier den P-Switch. Sehr schön. Jetzt ganz vorsichtig alles ablegen. Düt, düt, düt. Die Musik wird niemals alt, ey.
Unglaublich, dass man die noch 2016 in so einer neuen Form nochmal hört. Das ist voll geil. Ich liebe sie. Und rein. Dankeschön. Geht das? Das geht. Okay. Oh. Uiuiui. Was ist das denn hier? Aha. Okay. Ach ja, wir können ja mit einem P-Switch. Ja, okay, ich verstehe schon. Oh ne, das war doof. Wir können mit einem P-Switch das Ganze stoppen. Und dann müssen wir bauen. Oh, das war doof. Mein Gott. Los, mach jetzt hin hier. Los, danke. Also ein P-Switch brauche ich so, einen brauche ich so. Okay, das bringt mir aber nichts. Das heißt, ich muss das alles im Schnellverlauf machen. Also so. Wow, toll. Das könnte knapp werden. Wow. Wow. Oh nein, nein. So knapp. So close. So close. Schade. Sehr, sehr schade. Nochmal. Aber echt interessante Level-Idee. Muss man sagen. Ich fange, glaube ich, mit denen an. Genau. Also hier hin. Oh, das war doof. Das war doof. Ja, das war sehr doof. Doch, perfekt. Sehr schön. Huh, oh, Non-Checkpoint. Sehr schön. Auch cool. Okay, jetzt müssen wir hier auf einer Plattform was bauen. Das dürfte jetzt auch nicht so schwer sein. Behaupte ich mal. Genau, und das dürfte jetzt auch schon gewesen. Genau, danke. Huh, das ist auch noch so ein bisschen reingeglitscht, aber passte. Was? Okay. Okay, ich glaube, ich... Wow, pff, toll. Okay. Gut. Ich hätte auch das andere noch so austricksen können, aber naja, gut, wusste ich jetzt nicht. Dann machen wir das mal so. Ich bin jetzt erstmal gucken, was da oben los ist. Okay, so komme ich schon mal nicht hoch. Gut zu wissen. Gut, da sind ein paar viele dran gestorben. Lava ist auch böse. Was muss ich das nochmal machen? Ja. Oder muss ich doch alles benutzen? Aber das sieht mir immer aus, als wenn ich noch mehr benutzen müsste. Deshalb bin ich da etwas verwirrt. Das war voll doof, da ich mit einem Powerblock angefangen habe. Warte, ich stehe nochmal hier hin. Oder auch nicht. Mal neu starten. Wir fangen an mit einem P-Switch. Dahin. Nehmen uns dann einen Powerblock? Weiß ich gar nicht. Oh, P-Switch. War nicht draufdrücken, ey. Oh, wow. Pff, toll. Ciao, P-Switch. Ha, ich brauchte dich nie. Tut mir leid, ist jetzt raus und so. Wow. Boah. Das dauert auch ein Level. Mein Gott, leck mich doch am Arsch. Ey, sag mal. Jetzt war ohne Mist, ne? Okay, ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig. Wir fangen mit ein paar... Powerblock ran. Ich wollte gerade in die Lava springen, aber das wäre keine gute Idee gewesen. Kann ich mir einen P-Switch rausschummeln? Kann ich Tatsache nicht, schade. Pff, ich hätte klappen können. Okay, so. Dann den darauf. Den darauf. Ich habe Fehler gemacht. Ich hätte, glaube ich, echt ein bisschen so Sandwich-mäßig das Ganze machen sollen. Das könnte so auch klappen. Oh, perfekt. Pah, toll. Ich brauche aber noch einen. Super. Ja. Toll, ne? Das heißt, ich muss mir den jetzt hier wieder abnehmen. Komm schon. Na komm. Ah, danke schön. Okay, alles klar. Und los geht's. Okay, das geht sogar. Und jetzt hier ganz vorsichtig ablegen. Und hoch da. Nein, da muss ich noch ein bisschen mit Anlauf arbeiten. Och nö. Nein, 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 nein. Dahin, genau. Ja. Ziel. Sehr schön. Oh mein Gott. Das war eine coole Idee. Auch wenn die anstrengend war, war echt geil. Er war schon knifflig. Wow. Not bad. Nicht schlecht, ey. Puh. Das war schön. Sagt oft schön, ne? Aber war echt gut. Ja. Das war Hubild with Checkpoints. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß gemacht, dir diese Folge anzuschauen.
Und ja, das war's von diesem Part von Let's Play Super Mario Maker. Ich hoffe, ihr seid jetzt mal auch wieder mit dabei. Und bis dann, sei schau, euer Ninja Shitendo. Ciao.